Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reizgespräches hier auf meinem YouTube-Kanal der Reizeffekt klare Kante gegen dumpfe Parolen. So liebe Leute, heute ist ein Freund von mir zu Gast, nämlich der Philipp, der einen eigenen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt, den ich natürlich hier unter diesem Video verlinken werde. Und im Gegensatz zu mir, der ich ja nur ein zertifizierter Dampfplauderer und kleiner Dummschwätzer bin, ist der Philipp jemand, der eine fachlich hochgradig große Expertise vorweisen kann. Vielleicht erklärst du einfach, bevor ich hier dich über den grünen Klee lobe, wer du eigentlich bist und was denn so deine bereits erworbenen bildungstechnischen Meriten sind, mein Freund. Ach Jörtchen, jetzt werde ich ganz rot. Ja, also ich bin... Zuallererst mal bin ich prähistorischer Archäologe, aber auch Altertumswissenschaftler und studierter Rechtshistoriker. Sprich, ich habe am Anfang dessen, was ich mal tat, habe ich ein Jurastudium abgeschlossen, mich dort aber so ziemlich auf Rechtsgeschichte spezialisiert, was aber gut war, denn das ist was sehr Interessantes tatsächlich und man kriegt da auch so ein profundes, zumindest Geschichtsgrundstudium mit, lernt das wissenschaftliche Handwerkszeug und guckt sich dann eben vor allem Quellen zur Geschichte des Rechts an. Das geht dann notwendigerweise vor allen Dingen in Rom los und läuft dann bis in die frühe Neuzeit und Neuzeit eigentlich, ja, bis in die Zeitgeschichte rein quasi. Also das war ganz spannend und Jura an sich war aber für mich dann eher doch nichts und dann bin ich dem ursprünglichen Ruf gefolgt und bin nochmal an die Universität gegangen und habe erst einen Abschluss gemacht in Altertumswissenschaften, wo man sozusagen das gesamte Altertum einmal komplett durch betrachtet, also über Babylon, über Ägypten, über Rom, über Griechenland, über und habe dann noch ein Masterabschluss hinterhergesetzt in prähistorischer Archäologie. Das heißt, das ist die Archäologie, wie man sie sich so vorstellt, also die Leute, die draußen sitzen und schaufeln und pinseln. Und Verzeihung, das Ganze dann eben auch nicht irgendwo in Ägypten oder im Mittelmeerraum, sondern genau hier, da wo ich wohne, also im Umland von Berlin quasi. Also gibt's im Umland von Berlin auch Dinosaurier und... Er hat das Dinosaurierwort gesagt. Das ist unglaublich. Ja, oder Pyramiden oder ich weiß nicht, was findet man denn so im Umkreis von Berlin, so was man so prähistorisch assoziieren kann? Kann ich dir tatsächlich sagen. Vorher noch eine ganz kurze Frage. Doppelt sich bei dir der Ton auch? Nee. Hier tatsächlich, ich mache, wenn ich gequatscht habe, mein Mikro immer aus. Normalerweise dürfte ich dann nichts doppeln. Alles klar, weil ich hatte ganz kurz eine Doppelung, aber jetzt ist es auch wieder weg. Sehr gut. Doppelt ja, besser. Hier gibt es eine ganze Menge, unter anderem natürlich die berühmten Germanen. Ja, das ist auch so eine meiner Zeitspezialisierungen, also die römische Kaiserzeit. Und dann gibt es hier aus dem Frühmittelalter nochmal heidnische Slawen. Das ist so eine zweite Zeitspezialisierung von mir. Ansonsten gibt es aber hier eigentlich seit der Mittelsteinzeit alles. Altsteinzeit wirst du nicht finden. Das liegt aber nicht daran, dass man doof ist, sondern da war eben die Eiszeit und die hat das alles weggeschoben, was gegebenenfalls altsteinzeitlich hier war und dann erst nach dem Rückzug der Eisschilde empfangen dann jetzt hier wieder die archäologischen Funde an, die man ohne weiteres machen kann. Falls man was Altsteinzeitliches finden wollen würde, könnte man gegebenenfalls Glück haben und das Ganze aber in mehreren Metern Tiefe. Das ist schon relativ selten und kommt auch relativ kaum vor. Ja, seit der Mittelsteinzeit, also so praktisch seit 12.000 bis 10.000 vor Christus, bis dann natürlich über Bronzezeit, Eisenzeit, Germanen, Frühmittelalter, Slawen, dann kommt das sogenannte deutsche Mittelalter, also die
die Ostsiedlungsphase nennt man das, nachdem die heidnischen Slawen unterworfen wurden. Das ewige Deutschland ist hier noch gar nicht so lange deutsch, ne, sondern das ging erst so dann 1147 nach dem Wendenkreuzzug los, dass dann hier auch vom frühen, ja, vom Proto-Deutschen Reich, also vom Heiligen Römischen Reich hier die Sachen erobert wurden, dann übers Mittelalter, frühe Neuzeit, Neuzeit und dann letztendlich, was bei uns natürlich auch noch sehr häufig zu finden ist, sind Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg, die archäologisch teilweise interessant sein können, archäologisch teilweise aber auch ziemlich gefährlich, weil, ja, also die Gefahr ist halt immer da, dass du auf Dinge hier triffst, die unkontrolliert explodieren können, vor allen Dingen je älter sie werden und je länger sie im Boden liegen. So. Gut, genau. Also schon mal ein guter Überblick. Der ein oder andere Zuschauer meines Kanals wird jetzt wahrscheinlich ein Licht aufgehen über seinem Schädel und sagen, Mensch, der ist doch bestimmt für ein bestimmtes Thema hier auch. Ja, und wir haben ja schon auch in einem Video für deinen Kanal, was zeitgleich wahrscheinlich veröffentlicht werden wird, auch zu unserem Gespräch hier darüber gesprochen, was denn so die Gedankengänge der Neonazi-Szene waren zum Thema Germanentum, was da für Fehlschlüsse, für Fehlinformationen verbreitet worden sind. Und genau dafür bist du heute auch hier. Ja, also in der rechtsextremen Szene generell und insbesondere in der Neonazi-Szene wird immer wieder ein Rückgriff genommen auf das Germanentum, was da verklärt und was da idealisiert wird als die edlen Wilden, die großen, 2 Meter großen, blonden, blauäugigen Hühner, die den fremden Invasoren entgegengetreten sind. Das ist ja heute auch die Klaviatur, auf die immer wieder gespielt wird. Und wenn sich jetzt zum Beispiel heute so ein Björn Höcke hinstellt von der AfD und sagt, wir mit unserer 2000-jährigen Geschichte als Deutsche, was sagst du dazu als Historiker, als Fachmann? Kann man das überhaupt sagen oder ist es eigentlich völliger Blödsinn, von einer 2000-jährigen deutschen Geschichte zu sprechen? Ja, das kann man wenig überraschend natürlich nicht sagen. Ne? Die ursprünglichen Nationalsozialisten damals, die haben ja sogar versucht, das Ganze noch weiter nach hinten zu drücken, also bis in die Bronzezeit, bis teilweise in die Jungsteinzeit rein. Das sollte alles schon germanisch sein, um eben zu zeigen, dass dieser Boden hier schon immer von germanischem Blut durchdrungen war. Ja, das und naja. Aber es gibt eben keine 2000-jährige deutsche oder germanische Geschichte. Genau, du kennst ja noch die alte Werbung hier, ne? Die Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich hab bis dato auch noch nicht gewusst, wo sie dann gezeigt haben, dass man mit diesem Tampon reiten und Boot fahren und sonst was machen kann. Ich dachte immer, das wird irgendwie eingeführt und saugt Blut auf. Ich wusste nicht, dass man damit reiten und fahren und segeln und sonst was machen kann. Das war vor mir allem, also als Mann auch neu. Da war ich sehr dankbar für das Informationsgewinn durch die Werbung. Ja. Vor allen Dingen dann natürlich auch die klinische blaue Flüssigkeit. Also das ist ja unglaublich. Sagt auch sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Muss ich einfach sagen, definierst du dich als Frau oder definierst du dich als Mann? Was bist du? Bist du cis? Ginger, Gender, weil ich persönlich definiere mich als Mann, ich weiß dann auch nicht, was bei Frauen unten rauskommt, ob das jetzt blau, rot, grün, gelb oder lila ist. Ich definiere mich schon als Mann, aber ich habe es mir erzählen lassen, dass das mit dem Blau irgendwie nicht stimmt, aber ja, vielleicht ist das auch nur Anti-Schlumpf-Propaganda, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, also von daher, aber es soll auch nicht das Thema sein, also da können wir anders mal gerne drüber reden. Also sagst du ja von wegen, man kann nicht sagen, es gibt eine 2000-jährige deutsche Geschichte. Also wie tatsächlich würdest du denn jetzt, wenn du mit so jemandem zu tun hast, der sich da mit stolz geschwellter Brust hinstellt und sagt, seit 2000 Jahren gibt es Deutschland, wir kämpfen seit 2000 Jahren gegen die ungermanischen Invasoren und wenn das auch künftig tun. Ja, also abgesehen davon, dass man sagen könnte, okay, viel Spaß dabei, Freund, geh mir damit bitte nicht auf den Nerv. Was würdest du dem jetzt aus Sicht als Historiker sagen, der geschult ist? Wie kann man den Leuten erklären, dass es eine schöne Theorie und eine schöne mehr, eine schöne Legende ist, ja, aber letztlich auch nicht mehr? Ne? Das ist natürlich der Punkt, weil je mehr man darüber weiß, umso weniger kann man es kurz und knackig machen. Der erste Satz, den man da sagen muss, ist, das ist nicht so einfach. Ne? Aber das gilt ja für alles.
dann sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass es vor 2000 Jahren Rheinmetall noch nicht gab und das ist dann auch ziemlich schwierig, was die Rüstungslage angeht. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also wir haben das Problem, Germanen, das Wort ist ja an sich schon eine Fremdbezeichnung. Also wir wissen gar nicht, wie diese Stämme, die es hier gab, wie die sich selber bezeichnet haben. Das ist eine Fremdbezeichnung, die durch die Römer auf uns gekommen ist in deren Schriftquellen und darum nutzen wir die. Die Römer sprechen seit dem 1. Jahrhundert vor Christus von Germanen im Unterschied zu Kelten und zu Skythen. Also es war den Römern offenbar klar oder es wurde als Wissen vorausgesetzt, dass es dort solche Stämme gab und die können wir archäologisch auch nachweisen hier. Wir nennen das dann die ältere römische Kaiserzeit. Also seit der älteren römischen Kaiserzeit können wir diese germanischen Stämme hier nachweisen. Gibt natürlich auch eine Riesendiskussion darüber, ob man Germanen überhaupt sagen darf, weil die Germanen gab es ja nicht, sondern eine Vielzahl von Stämmen, die sich untereinander teilweise auch selber Spinnefeind waren, aber meiner Meinung Da sprichst du nach. was ganz Wichtiges an. Entschuldige, wenn ich ganz kurz hier Ja. einhake, das nochmal klar zu machen, um hier den Leuten, die zuschauen, die aus der Szene kommen oder die Szene vielleicht toll finden. Die Geschichte, die euch da erzählt wird, ja, dass es damals ein geeintes Germanien gab und ein germanisches Volk, was zusammen gegen die Feinde von außen gekämpft hat, also diese klassische Wir- und Die-Darstellung, dieses binäre Denken, hat nie stattgefunden. Also die Germanen haben sich selber herzlich gerne bekriegt, sind selber wenig imstande gewesen, einen größeren Verbund über mehrere Stämme hinauszubinden, weswegen es schon völliger Blödsinn ist zu behaupten, von wegen, ja, das war damals hier ein Germanien mit einem germanischen Volk und einem germanischen Führer am besten damals schon, der dann die Leute geeint und gekämpft hat. Das hat es ja so nicht gegeben, ne? Das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Das ist natürlich in meinem Kopf schon so weit weg, dass ich das hier so als Nebenbemerkung habe fallen lassen. Aber ja, das ist natürlich richtig, ne? Also es waren halt eine ganze Menge Stämme. Man kann sich das eben auch so vorstellen, wie beispielsweise bei den nordamerikanischen Ureinwohnern, Prärie-Indianerstämmen und. Da haben die Europäer, die dort reinkamen, die haben auch gesprochen von den Indianern oder dem roten Mann und das war alles irgendwie gleich, während sich die Stämme da teilweise untereinander bis aufs Blut bekriegt haben. Ja. Und so kann man sich das auch bei den germanischen Stämmen vorstellen. Wie gesagt, die Diskussion auch, darf man Germanen sagen oder nicht? Meiner Meinung nach ja. Denn wenn man sich einer Terminologie beraubt oder die tot diskutiert in so einem Fall, dann kann man gar nichts mehr ausdrücken und wir müssen eben wissen, über wen wir sprechen. Also deswegen sprechen wir über die Germanen, auch wenn es die Germanen als ethnisch homogenes Aber Volk letztlich ist ja die Problematik, niemals wenn gab. man jetzt die einzelnen Stämme, für die wir, wie wir gesagt, ja gar keine Namen haben, wie soll man Ja, sonst bezeichnen? Soll man dann sagen, genau. die damals hier im Gebiet der heutigen Bundesrepublik siedelnden Völkerstämme, da schlafen die Leute ja Richtig. schon bei ein, wenn du den ersten Satz gesprochen hast. Ich meine, Germanen weiß jeder, was mit gemeint ist, eben hier die hier siedelnden Völkerstämme. Ja. Das ist ein ganz großes Problem, das stimmt. Also wenn man es richtig erklären will, wird es auch schnell langweilig. Das ist ja dann auch unsere Aufgabe sozusagen als Leute wie du und ich, die sich so der populärwissenschaftlichen Darstellung von Sachen verschrieben haben, das dann eben ein bisschen spannender zu machen. Denn letztendlich liegt im Verständnis von diesen Ursprüngen auch das Verständnis darin, warum ein Großteil dessen falsch ist, wenn Menschen sich auf gefühlte Vergangenheiten berufen oder daraus was ableiten wollen. Ne? Und das führt selten zu irgendwas Gutem. Eigentlich nie so. Und wir haben, bevor die Römer von Germanen sprechen, wir haben ab dem 5. Jahrhundert vor Christus etwa etwas, das nennt sich vorrömische Eisenzeit. Die Sachkultur, die wir dort finden, die ähnelt dem, was wir dann aus der älteren römischen Kaiserzeit kennen, durchaus. Also das wäre sozusagen das Früheste, wo man so einen germanischen Ursprung irgendwie noch nach hinten raus verlagern könnte. Davor gab es, also ich rede jetzt vor allen Dingen hier vom Nord- und
osteuropäischen Teil die Bronzezeit. Das war wieder was ganz anderes mit ganz anderen Verbindungen, ganz anderen Herrschaftsstrukturen. Und die fand auch offenbar ein gewaltsames Ende. Das heißt also, wir haben bei diesen bronzezeitlichen Burgwällen, die es gab, da haben wir am Ende der Bronzezeit sehr viele Brandhorizonte. Und dann ist erstmal eine ganze Weile nichts und dann kommt eine sehr, sehr ärmliche Sachkultur, aber eben mit Eisen. Objekten so. Ne? Und dann darum eben die vorrömische Eisenzeit. Die Bronzezeit, auch die späte Bronzezeit, das war eine sehr reichhaltige Sachkultur, eine sehr gut gemachte Keramik. Keramik, das Leitmedium für Archäologen, das ist quasi wie heute das Plastik oder die Tränkedosen. Du findest eben eigentlich aus jeder Zeit bis ins Mittelalter rein, findest du Keramik oder besser gesagt Scherben davon, meistens mit sehr einzigartigem Dekor und daran und wie das hergestellt wurde, kann man dann auch unterschiedliche Zeitstufen abgrenzen. Ne? Deswegen immer wird man mich auch manchmal häufiger von Keramik sprechen hören. So. Und das hört dann abrupt auf mit Zerstörungshorizonten und dann fängt diese relativ sachkulturell ärmliche eisenzeitliche Kultur an. Ne? Und ab dem 1. Jahrhundert vor Christus sprechen dann die Römer eben von Germanen. Und dort kannte man sich aber offenbar schon. Ja? Also man wusste voneinander, dass man existiert. Jedenfalls bei den Römern die wussten das von bestimmten Stämmen. Und in bestimmten Gebieten haben sich auch sozial hochstehende, offenbar Eliten dieser unterschiedlichen germanischen Stämme auch schon in der älteren römischen Kaiserzeit mit römischer Sachkultur begraben lassen. Also da gab es einen regen Austausch und man hat sich dann auch vom Römer nicht distanziert. Also es war jetzt nicht so, dass der Germane sich, also, weißt du, du hast ja gesagt, wie die aussahen, ne? So wie du und ich, ne? Also 2,20 Meter groß, 100er Bizeps, strahlend blaue Augen, blonde Haare oder umgekehrt, Natürlich ich auch weiß nur nicht. immer einen Lederschurz an, weil so ein echter Germane, der brauchte Ja, keine Kleidung, weil er genau. so verwurzelt war mit Blut und Mit dem Boden, Land und mit dem das Land, Land, dass ihm das genau. Land alles gegeben hat, was er brauchte. Und diese ganzen Das dekadenten Römer, die da plötzlich rankamen mit ihrem Tand und ihrem Spielzeug, die Richtig. wurden rausgekickt Das hat und er die, ne, abgelehnt. das wurde Abgelehnt hat er abgelehnt, das. dieser, Ja. ja. Naja, aber letztlich können wir uns ja vorstellen, dass damals die Germanen überhaupt nicht dem Bild entsprechen, wie wir es heute Ja. popkulturell vermittelt bekommen. Also diese edlen Wilden, die mit langen Haaren und einem Breitschwert geschultert durch den Wald gestapft sind und sich da von Wald und Wiese ernährt haben, das ist ja eine reine Legende, die mit Das der ist Realität eine nichts zu tun hat, ne? absolute Fiktion, die teilweise auch schon ein bisschen so ins Pseudosexuelle abgleitet, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, das ist Wer schon sieht nicht hochgewachsene, barbrüstige Frauen gerne auf teilweise einer Wiese komisch. rumtouren, Ja, ne? Also. das ist wirklich, also da ist auch, oh Mann, ey, da könnte man. Egal. Auf jeden Fall haben diese Eliten, die sich auch schon relativ früh haben dann mit diesen römischen Sachen bestatten lassen, eben auch gezeigt, dass sie haben sich dann nicht nur mit irgendwie Beuteschmuck oder sowas bestatten lassen, sondern die haben sich tatsächlich auch mit römischem Kulturgut bestatten lassen, wie zum Beispiel ganz wichtig in diesem Fall, wen es interessiert, guckt es mal nach, Kelle-Sieb-Garnitur. Das war etwas unik. Mediterranes und dann eben auch römisches zur Bereitung von gewürzten Weinen nach einem bestimmten Ritual zu einer gelehrten, häufig Zusammenkunft unter Männern. Tatsächlich war das so. Frauenfeindlich auch im mediterranen Raum. Ein Symposium, ne, wo sich dann eben Männer trafen und diskutierten, um einen Vorwand zu haben, um sich am Ende hemmungslos zu betrinken. Und je nachdem, wie lange man diskutieren wollte, wurde dann eben auch ein Mischungsverhältnis festgesetzt. Also wie es galt als unschicklich, Wein komplett voll als Wein zu trinken, sondern da gab es dann immer ein Mischungsverhältnis mit Wasser und. Und da hatte der Gastgeber dann eben auch in der Hand, wie schnell die Leute betrunken waren, indem er dieses Mischverhältnis festsetzt. Und diese Kelle-Sieb-Garnituren dazu dann auch ein Eimer, eine
Situla. Das war dann eben dafür da, dass man in das ja, dass man in der Situla Wein mit Gewürzen anmischte und dann den Wein mit einer Kelle dort rausschöpfte und durch das Sieb dann in das Trinkgefäß einschenkte, damit eben diese Kräuter nicht mit im Wein waren. Und wer sich mit sowas bestatten lässt, der zeigt eben halt auch, dass diese höfischen Gepflogenheiten oder diese kulturellen Gepflogenheiten, höfisch wäre hier das falsche Wort, eben bekannt war und dass man eben auch zeigen wollte, dass man offenbar an sowas auch teilgenommen hatte oder das selbst auch zelebrierte. Ne? Also Könnte man jetzt ganz platt sagen, gab es da schon multikulturelle Ansätze und Einflüsse auch bei den Germanen? natürlich, Ne, ja, das ist, aber ich es sag, also ist, wir müssen ja sagen, ja. ist ja heute auch für die Zuschauer meines Kanals so ein bisschen, geht es ja darum, die Mythen der Szenen, in der ich aktiv gewesen bin, zu entzaubern. Na Also klar, mein Freund, der Philipp Schlaffer, Ehre geht raus, von Extra Rechte Rotlicht Rocker, der sagt ja immer, er war damals so ein voller Germanenfreak. Er ist dann so im ja, Leinenkleidchen am Metkessel dann durch die Gegend gehüpft im Wald und dachte, das haben die Germanen damals gemacht. Und da wird ja natürlich dann mit diesem Bild immer auch eine politische Botschaft vermittelt, ja, nach dem Motto, keine fremden Einflüsse, was wir haben, reicht und wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir brauchen keine Völkerwanderung, wir brauchen keinen Austausch. Und das widerlegt ja dann schon, was du ja angeführt hast, dass so die Germanen getickt haben. Das finde ich auch ganz wichtig hier darzustellen. Also für alle, die meinen, die Germanen waren damals hier, ja, die mit dem Fell und dem Metklumpen rumgelaufen sind und sich gegen alle Invasoren und alle fremden Einflüsse gesträubt haben. Blödsinn. Was gut war, haben die genauso übernommen. Die waren entsprechend auch genauso gut Freund dann mit den entsprechend dort siedelnden römischen Bürgern. Und da gab es dann auch sehr viele Überschneidungen der Kulturen, die sich dann auch gegenseitig ergänzt und verwoben haben, ne? Wichtig, das festzuhalten. Ehre geht raus übrigens von hier auch nochmal an Philipp. Axel, dir ist klar, mehr Philipps darfst du dir jetzt nicht mehr Ja, aber ich kann euch ja anlachen. unterscheiden, weil er wird ja am Ende nur mit einem P geschrieben und du ja mit Doppel-P, oder? Da hast du recht, da hast du recht. Das ist ja übrigens griechisch und heißt Freund der Pferde. Phil von Philly kennt man heute. Hipp von Hippo und der Vater von Alexander dem Großen war Philipp von Mazedonien. Nur mal, also du weißt es. Axel kommt von Abschalom, der Vater ist Friede. Ne? Also ist ja immer schön, was da so die Namensursprünge geben. Aber jetzt habe ich wieder was Auf jeden gelernt. Ich Fall. wusste nicht, wofür der Philipp steht. Komm, ich wollte jetzt sagen, du weißt das natürlich auf jeden Fall, aber es ist ja, das ist wird später Zeit. Geschichtlich oder in der neuesten Geschichte auch noch ganz spannend, weil der Philipp Schlaffer mit einem P ist ja genauso alt wie der Philipp Roskuschinski mit zwei P und das war so die Zeit, in der der Name wieder sehr in Mode kam. Philipp, so, da gibt Du es sehr viele. als Historiker off-topic, wo kam das her? Gab es da irgendeinen Schauspieler oder irgendeinen kulturellen Keine Einfluss Ahnung. oder? Ich weiß es nicht. Es fällt halt nur auf, ja. Ein paar Jahre vorher, also zum Beispiel in meiner Eltern. Generationen kamen zum Beispiel die Namen Birgit und Ralf, die kamen sehr auf, ne? Die gab es nicht vorher, die waren plötzlich en vogue. Philipp war so ein Name, der dann in meiner Generation, also in unserer Generation so auftauchte. Heute rennen überall Emmas und Luisas und Paulines und Emilys und so weiter rum, ne? Und Finns, ja, Finn auch. Irgendwie Chantals ist auch eine Zeit lang echt Mode gewesen in das bestimmten Schandalismus, soziokulturellen Milieus. Ne? Aber wir schweifen ab, komm, geht ja heute nicht im Rahmen. Also haben wir schon mal festgehalten, dass diese Grundannahme der Szene, ja, und auch von vielen Neurechten und generell Rechten schon mal völlig fehlgeht, dass die Germanen damals für sich genommen sich allen fremden Einflüssen widersetzt haben. Die waren Teil auch von multikulturellen Gemeinschaften, von multikulturellem Wandel und Austausch, womit ja schon mal eine der tragenden Säulen des germanischen Verklärtheitstums in dieser Szene ja schon mal hoffentlich einen schweren Schlag Und bekommen hat. Ne? da braucht sich auch gar keiner aufregen, das ist auch gar nicht irgendwie links ideologisches Gewäsch oder sowas, sondern es hat ganz einfach was mit den Umständen zu tun. Dass Multikulti heutzutage wieder so,
oder nicht wieder, dass das heute so stark als Wort aufkommt und auch immer wieder als Wort benutzt wird, liegt daran, dass wir eben aus einer Zeit kommen von sehr abgeschotteten Nationalstaaten, ne? Was in der Entwicklung der Geschichte aber in dieser Form relativ einzigartig ist und auch erst mit nicht mal 200 Jahren, eher 150, die das Ganze so existiert wie heute, auch relativ einmalig ist, ne? Also diese Vorstellung von wirklich strikt abgeschotteten nationalstaatlichen Einheiten, die hatten Reiche in der Antike nicht. Die hatten auch Stämme in der Antike nicht. Das gab es auch im Frühmittelalter, im Mittelalter so nicht. Muss ich Das sagen, wäre man die. kann ja ganz platt sagen, die Leute sind damals dahin gegangen, wo es am meisten zu fressen gab, wo sie am besten Handel treiben konnten Ja, und wo sie am besten ihre Lebensmöglichkeiten dann das umsetzen wäre den konnten. Ne? Leuten als Konzept auch gar nicht so in den Sinn gekommen. Ne? Genauso wie was wir heute betonen als Konzept Migration, dass Migration was völlig Normales ist, tatsächlich auch Wirtschaftsmigration, weil wirtschaftliche Gründe sind eigentlich immer der Triebfeder für Migration. Das ist was, darüber streitet man sich heute und da streitet man sich darüber, ob das gut oder schlecht ist. Das war für Menschen damals natürlich auch unter anderen Umständen, da war die Population ja noch nicht so groß, da war das natürlich völlig normal. Wie du sagst, man geht dorthin, wo man die besten Lebensumstände findet und wenn man zu Hause eben ein schlechtes Auskommen hat oder eine schlechte rechtliche Stellung, dann migriert man dorthin, wo man was Eigenes machen kann. Siehe Migration dann eben auf den oder in die amerikanischen Kontinente, vor allen Dingen dann eben, wie es mit dem nordamerikanischen Kontinent passiert ist. Also das wäre den Germanen an sich gar nicht in den Sinn gekommen, irgendwie jetzt hier irgendwelche Grenzen schützen zu wollen oder irgendwas mit Blut und Boden zu predigen. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Denn die waren auch darauf angewiesen, gerade wenn es ums Militärische geht, wenn dann die Kaiserzeit ein bisschen weiter fortschreitet, dass man sich auch mit anderen Gruppen zusammenschließt, die militärische Macht einfach erhöht. Also da ging es dann auch eher um die Zusammenschlüsse von Willensgemeinschaften als von irgendwelchen Blutgemeinschaften. Und Muss man dazu sagen, diese. die Germanen sind ja später auch sehr gerne ins römische Militär gegangen, sind da auch als Absolut. Krieger hoch geachtet gewesen, Ganz teilweise wichtig. Prätorianer gewesen und haben Legionäre. Legionäre und haben entsprechend natürlich dann auch die römische Staatsbürgerschaft angenommen. Ne? Genau. Man sieht daran auch, dass zumindest also dieser Nord- und Nordosteuropäische Teil Germaniens, der war ja, um den war es wirtschaftlich sehr, sehr schlecht bestellt. Also da kann mir auch keiner erzählen, dass es eine wahre Freude ist, nur weil man weiß, man ist Blut und Boden Germane in jedem Winter bei 5 Grad in seinem Langhaus neben seiner Kuh zu sitzen, damit man die Zehen se sich nicht abfriert und damit der Nachbar einem nicht die letzte Kuh klaut. Also es sind sehr viele Germanen gegangen ins römische Militär als Legionäre, weil man dort Geld verdienen konnte, Beute machen konnte vor allen Dingen, aber vor allen Dingen auch nach Ende der Dienstzeit ein Militärdiplom bekommen hat, was einem die römische Staatsbürgerschaft garantierte und nicht nur einem selbst, sondern auch der eigenen Frau und den eigenen Nachkommen. Und das war etwas offenbar sehr, sehr, sehr Wertvolles, ne? Dass damit, ja, haben die sich überhaupt Ja, keine. aber dann haben die sich natürlich direkt mit dieser neuen Ausstattung wieder zurück nach Germanien begeben, weil sie woanders Klar. nirgendwo sein wollten. Ne? Logisch, weil Logisch, es da so ja, schön. wir machen es lustig drüber, aber muss man halt sagen, dass das damals natürlich Völkerwanderungen an der Tagesordnung waren, genauso wie dass man seine eigene Sesshaftigkeit den Gegebenheiten angepasst hat und dass da wirklich auch ein freundlicher Austausch stattfand. Ja, es war ja nicht so, dass die Germanen jetzt gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben und sagten, oh mein Gott, die blöden Römer, die haben bessere Waffen als wir und da gehen wir jetzt hin. Ne, das wurde ja auch gerne gemacht. Das war ja auch ein reger Austausch. Es sind ja auch viele Einflüsse später dann auch von der germanischen Kultur in der römischen Kultur dann angenommen worden. Ne?
Ja, und man darf da auch nicht diese Dichotomie aufmachen, die wir heute so gerne aufmachen, entweder Feind oder sofort beste Freunde, sondern man hat halt koexistiert, soweit es geht, friedlich und jeder hat für sich den Vorteil draus gezogen, den er halt konnte, so, ne? Also es ist. Das krasse Gegenbeispiel gibt es ja auch. Es gab ja dann selbst zur Hochzeit Roms, wo entsprechend schon die Städte hier gegründet worden sind, gerade hier am Rhein, Köln und Aachen und Bonn und so weiter und so fort, dass es dort auch dann sich bekriegende germanische Stämme gab, die darum gerungen haben, kooperieren wir jetzt mit den Römern oder nicht. Ne, das war also auch bunt gemischt. Da gab es auch nicht nur von wegen alle freundlich oder alle böse. Die sind ja auch untereinander dann wieder aufeinander losgegangen, weil da eben keine Einigkeit bestand und auch kein gemeinsames Denken oder Handeln vorhanden war. Ne? Völlig, völlig, du. Und ja, als erstes Beispiel einer der großen Gründungsmythen, die ja dann auch im Zuge dieser völkischen Erweckung aufkamen, Ende des 19. Jahrhunderts, eben die Stilisierung der Varusschlacht, ne? Also die Vernichtung dieser drei Legionen des Statthalters Varus hier durch Arminius, den Germanen, seinen wahren Namen kennen wir nicht, also Arminius ist offenbar ein römischer Name, das ist kein germanischer Name. Deswegen ist es auch Quatsch, wenn Luther dann von Hermann spricht und so. Also wie der hieß, wissen wir einfach nicht. Der in Rom aufwuchs, als Sohn eines Adligen, dort als Geisel gestellt wurde, klingt auch schlimmer, als es ist. Das gegenseitige Stellen von Geiseln zur Besiegelung von Verträgen war damals völlig üblich. Und dann war es für denjenigen, der die Geisel in Anführungszeichen nimmt, auch natürlich völlig normal, dass er für die beste Ausbildung sorgt, das beste Auskommen und. Und der kam dann eben zurück, hatte gelernt, wie man Reiche gründet, wie man Reiche erobert, hat die militärischen Möglichkeiten zusammengekriegt unter den germanischen Stämmen, hat diese Schlacht erfolgreich geschlagen gegen Varus, hatte davon aber nichts, weil man sich geweigert hat, eben auf Seite dieser germanischen Stämme einen übergeordneten Führer, also einen Rex, einen König, anzuerkennen. Ne? Das ist, weil du auch sagtest vorhin mit dem germanischen Führer, es ist nicht nur nicht so, dass es sowas nicht gab, sondern im Gegenteil, da war jeder kleine Provinz, Primus, Dux, war der Meinung, er sollte eigentlich Chef sein und hat dem anderen die Erdnussbutter auf dem Brot nicht gegönnt. Und Arminius wurde am Ende durch Mitglieder seiner eigenen Familie umgebracht, weil die Angst hatten, dass, also seines eigenen Stammes, weil die Angst hatten, dass er zu mächtig wurde. Und hoch 100 Jahre später notiert man in Rom, dass das einstmals stolze Geschlecht der Cherusker durch gegenseitigen Mord und Totschlag sich bis zur Bedeutsamkeit gegenseitig ausradiert hätte. Ne? Also das ist, so sah es eben wirklich aus. Das waren rivalisierende Stämme, rivalisierende Kleinadlige, in welcher Form auch immer man das bezeichnen will. Da hatte jeder eine eigene Agenda sogar, und das ist ganz wichtig zu verstehen, Und die Römer. was man auch nochmal festhalten können, dann, sie hatten auch keine gemeinsame Identität. Das war ein Ja. Zweckbündnis. Das war tatsächlich, waren das Zweckbündnis. Wir sind jetzt gerade hier und wir schließen uns jetzt zusammen. Aber wie du schon sagtest, nicht um dann gemeinsam weiterzumachen oder eine Nation zu begründen oder sonst was, sondern damit jeder friss oder stirb praktizieren kann. Ne? Ja, und die Vorstellung von Nationen, die gab es überhaupt so gar nicht. Also die gab es, wenn dann in ganz vorsichtigen Ansätzen bei den Römern vielleicht, also bei den althergebrachten Staatsrömern, wo dann irgendwann im späten 2. Jahrhundert die Diskussionen tatsächlich losgingen auf
akademischer Ebene, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Einwanderern? Irgendwie ist es ja doch komisch, dass die jetzt die gleichen Rechte haben wie die althergebrachten Staatsrömer hier. Aber da hieß es dann auch nicht, wollen wir die draußen lassen, sondern nur, wie splittet man das auf, was irgendwie da ist, ne? Aber das führt hier zu weit. Aber wie gesagt, untereinander Spinnefeind, das einzige einigende Merkmal vielleicht die Sprache, ja. Aber da wissen wir auch gar nicht, in welchen räumlichen Ausdehnungen, ne? Also wir haben ja noch im Mittelalter in Deutschland eine Sprachgrenze von Niederdeutsch und Hochdeutsch, super viele unterschiedliche Dialekte. Also Vor ich Martin Luther gab es keine gemeinsame deutsche Sprache, das muss man schon so Genau, sagen, ne? ja. Bevor Martin Luther seine Bibel ins Deutsche übersetzt hat und sich dann einer allgemeinen Sprache bedient hat, die für alle irgendwie verständlich war, haben Leute so viele unterschiedliche Dialekte gesprochen, dass man teilweise 100 Kilometer entfernt nicht mehr wusste, was erzählt der mir jetzt Ja. eigentlich, ne? Und ich wage es wirklich zu bezweifeln, dass beispielsweise irgendwie ein Nordsee-Germane sich hätte fließend mit irgendjemand aus dem heutigen bayerischen Raum irgendwie unterhalten können. Das wage ich tatsächlich wirklich zu bezweifeln. Aber letztlich kann man da ja schon konstatieren, dass dieses vermittelte Bild, die Germanen als eine Einheit, ja, das ist die Grundlage dessen, was heute Deutschland darstellt, ist einfach lächerlich. Und Ja. wie soll man darauf reagieren? Also bei uns war das damals undenkbar, dass eine Veranstaltung stattgefunden hätte, auf der nicht mindestens einer rumgelaufen wäre mit irgendeinem Odin statt Jesus-Shirt, mit irgendeinem Wikingerkopf drauf. Ja, und wenn sich dann Leute hinstellen, wirklich behaupten, wir sind heute die Nachfahren der Germanen, wir sind heute das Blut, was schon durch deren Adern geflossen ist und so weiter und so Ja. fort. Was kann man da historisch eigentlich kurz und knapp darauf antworten? Ja, muss man Ja, wirklich sagen, wegen das Leute, ist. da kamen so viele Völkergruppen mit da rein, da kam so viel Wandel, so viel andere Dinge noch, dass man das so überhaupt gar nicht auf einen Nenner bringen kann, wie das da versucht wird, ne? Und das ist wirklich auch was, da muss man darauf hinweisen, wenn man da sagt, das ist Quatsch, das ist nicht links, das ist einfach Wissenschaft und Tatsache. So, ne? Also da muss ich gar keine Ideologie auspacken, um sagen zu können, das stimmt nicht, sondern es war einfach nicht so. So. Also man kann ja wirklich bei Weitem nun nicht alles über Geschichtswissenschaft und Archäologie feststellen, aber so eine grundlegenden Sachen, die kann man eben schon feststellen. Und das geht auch, das geht weiter, das siehst du an vielen Sachen. Zum Beispiel hatte Cäsar in seinen gallischen Kriegen, der hatte relativ schnell Erfolg gegen die Gallier, die keltischen Gallier, denn die hatten quasi einen präimperialen Zustand erreicht, ne? Die hatten feste Ansprechpartner, also die hatten wirkliche Kleinkönige. Und die hatten tatsächlich festgelegte Territorien und die hatten dort Zentralorte, sogenannte Oppida. Und wenn du so ein Oppidum eingenommen hast und den Kleinkönig dort festgesetzt hat, dann hat der Rest halt gesagt, wie man es kannte aus dem mediterranen Imperium, mich so gebe auf, ihr habt uns jetzt und fertig. Das hat bei den Germanen nicht funktioniert. Da haben die wirklich geschimpft drüber, die Römer. Die sind zu den Germanen hin, haben mit den ersten fünf Kleinadligen, die sie dort getroffen haben, irgendwelche Verträge geschlossen, Bündnisse, Geschenke wurden ausgetauscht, heimischer Eintopf wurde mit geschürzten Lippen gegessen, damit man nicht als unhöflich gilt. Und dann dachte man so, das Ding ist jetzt durch. Und jetzt gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Und dann trifft man auf den Sechsten und der sagt halt, ihr kommt hier nicht rein. Und die sagen, na, aber wir haben doch hier mit Kollege XY diesen Vertrag geschlossen. Und Nummer 6 sagt, ja, das ist mir auch scheißegal. Was habe ich denn mit denen zu tun? Ne? Also diese völlige Dezentralisierung, das war einer der ganz großen Hinderungsgründe, warum Rom trotz seiner wirtschaftlichen Macht Germanien niemals erobern konnte. Ja? Mal ganz davon abgesehen, dass man irgendwann auch wirklich gemerkt hat, also
ab einem bestimmten Punkt nördlich lohnt sich das auch einfach nicht mehr. Weil hier gibt es nicht mehr als Sumpf, Wald, ein paar Holzhäuser und äußerst schlecht gelaunte Leute, die ständig frieren. Ja? Das muss man wirklich dazu sagen. Dieser Mythos von Germania Capta, also das war eine, also Germanien wurde erobert, das war eine ganze Zeit lang Mode, dass Kaiser das dann, dass die mal eine kurze Expedition, Militärexpedition nach Germanien reingemacht haben, damit sie dann auf ihre Münzen prägen konnten, Germania Capta. Obwohl da gar nichts gekaptert wurde, sondern man ging da rein, hat irgendwie fünf Bauern einen Kopf kürzer gemacht und zwei Kühe mitgenommen, die nicht schnell genug weg waren. Das war irgendwie bei den Römern auch so ein Trauma, dass man tatsächlich ganz, also die ganze bekannte Welt erobern konnte, nur die halt nicht. Aber das lag eben nicht daran, dass die Germanen so super stark waren oder so, sondern dass es sehr wenige waren, gerade je weiter nördlich man kommt, dass die völlig dezentralisiert waren, dass du mit denen keine überregionalen Bündnisse schließen konntest, weil es gar keinen überregionalen Ansprechpartner gab und weil es sich am Ende wirklich wirtschaftlich auch nicht gelohnt hat, weswegen man sich dann auf das Südliche dort beschränkt hat, wo eben Temperatur, Witterungsverhältnisse und so weiter herrschten, die man kannte, wo es schiffbare Flüsse gab und, und. Man kann Ne? da Und wo, sogar ja. tatsächlich sagen, dass dann die römischen Städte ja eigentlich ein großer Fortschritt dann waren für die dort lebende Bevölkerung, die dann Absolut, Anteil und nehmen das konnte haben die ne? so auch gesehen. Ja, das, Ich wollte also sagen, die also dort das wurde auch nicht feindlich lebende. aufgenommen. Also nach dem Nö. Motto, oh, die Invasoren, die bauen jetzt hier auf unserem heiligen Boden irgendwelche Städte. Das wurde ja gerne angenommen. Wir haben ja gesagt, so, oh, boah. Geht Ja. auch und haben das übernommen dann auch. Ne? Also wie du schon Ja, gesagt hast, nee, alleine schon von den Möglichkeiten dann der Sachen, die als Grabbeigaben mitgenommen worden sind, ja, dass da also wirklich Dinge auch dann dankend aufgenommen worden sind von den nee. dort Ja. lebenden Stämmen. Ne? Es ist, da hat sich dann auch in Köln oder Trier oder da hat sich keiner hingestellt und 100-mal an die Mauern geschrieben, Romanes E und Domus. Ne? Das, nee, nee, so gar nicht. Und ja. Jetzt mal, das würde mich mal interessieren. Es gibt ja auch immer dann diese Legende der edlen germanischen Demokratie. Ja, das war bei uns auch mal so, wenn wir Besprechungen hatten, die haben wir nicht Besprechung genannt, die haben wir Führerting genannt. Dann haben wir gesagt, so wie Meeting, ne? damals die Germanen im Führerting, da hat jeder die gleiche Stimme und alle können alles offen aussprechen und dann wird alles geklärt und funktioniert ja super. Wie sah das in der Realität aus? Gab es so etwas wie eine germanische Demokratie? Ja, das funktioniert genauso gut wie heute in der parlamentarischen Demokratie. Also wer glaubt, dass die echten Entscheidungen im Bundestag ad hoc getroffen werden, weiß ich nicht. Also Ting ist erstmal ein altes Wort für Versammlung oder auch Gericht, ne? Also bis ins Mittelalter rein hieß Gericht im Niederdeutschen beispielsweise auch noch Ding, ja, und eben nicht Gericht, sondern das war eben das Ding. Man traf sich zum Ding, zum Gericht, zum Gerichtstag. Und das war wichtig. Das auch ein bisschen spannend, weil wir wissen ja wenig über die Religionsausübung der Germanen, aber was immer wieder geschrieben wird von den Römern, ist, dass die unter offenem Himmel, aber in umgrenzten Hainen irgendwie diese Versammlungen abhielten. So. Und noch im Magdeburger Stadtrecht ist es so, dass ein Ding erst spruchreif ist, wenn es gehegt wurde, ne? Also wenn es eingezäunt wurde. Also erst wenn der Platz, auf dem das Ding stattfindet, das Gericht, wenn der eingehegt wurde, dann waren die Sprüche, die dort getroffen wurden, auch
auch rechtskräftig. Das mal nur so als Info nebenbei. Ich glaube tatsächlich auch, und das ist eine kleine Ausschweifung, die sei mir hier gestattet, dass was man den Deutschen heute so nachsagt, dass der macht überall einen Zaun rum, ja, der macht überall einen Zaun rum. Das ist wirklich, du hast auch schon in noch vor eigentlich germanisch-eisenzeitlichen Siedlungen und dann auch immer wieder bei germanischen Siedlungen hast du eben Einhegungen um die Gehöfte, ne? Also Zäune, die teilweise aber auch ganz komisch unterbrochen sind, wo du denkst, naja, also kann jetzt nicht dazu gedient haben, dass die Kühe nicht rauslaufen, weil die laufen halt nicht gegen Zaun, sondern gehen dann auch mal 3 Meter weiter und laufen durch die große Lücke, die da ist. Aber da könnte es sein, dass es eine Rechtsvorstellung gab, dass dort das Recht des Hausherrn oder des Herrn über eine wie auch immer geartete kleine Domäne auch in seinem eigenen Gehöft dort gilt, wo eben eingehegt ist. Ne? Also diese Abgrenzung von Rechtsräumen, was wir heute auch noch so stark finden im deutschen Recht, stärker als sonst im europäischen mit Hausfriedensbruch, der hier auch schon ist, wenn man eine Einhegung überwindet, also einen Zaun. Ne? Du musst hier nicht erst in ein Haus wirklich einbrechen, sondern du kannst den Hausfrieden schon brechen, wenn du feste Einhegungen überwindest. Ganz spannend. So, und in slawischen Siedlungsplätzen findet man sowas eigentlich nie. So, ne? Was die Leute dann auch vor die Frage stellt, gab es bei den Germanen Wirtschaftseinheiten und bei den Slawen nicht. Zu DDR-Zeiten wurde dann draus gemacht, siehst du, die Slawen sind Protokommunisten, während der präimperialistische Westgermane sich hier eben abgeschottet hat und, und. Aber dafür ist Rechtsgeschichte so wahnsinnig interessant. Kann man aber festhalten, dass jedes totalitäre System natürlich immer versucht, auch die Vergangenheit zu Ja, vereinnahmen und umzuschreiben, ne? das wollte ich auch sagen damit. Genau, das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür. Und Und da nochmal, da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen Aufklärung zu reinbringen. Wir haben ja in der Szene auch regelmäßig nicht nur Weihnachten, deutsche Weihnachten, sondern auch das Julfest gefeiert. Habe ich auch schon ein Video ja. drüber gemacht. Das war so ein bisschen der Versuch, der von Leuten wie Himmler ausging, dann die christlichen Feiertage zu ersetzen. Und bei uns in der Szene war es eigentlich immer Standard, dass behauptet wurde, naja, die ganzen christlichen Feiertage sind ja den Germanen aufgezwungen worden, die wollten das Ja, gar nicht. Das böse, böse ja. Christentum, diese jüdische Religion aus der Wüste hat eben hier die guten Bräuche dann übernommen und die Leute gezwungen, dann ihren Mumpitz zu machen. Also das trifft ja eigentlich die Realität auch überhaupt nicht zu, oder? Ja, das stimmt. Ich würde noch ganz kurz das Ting fertig machen, wenn Entschuldigung, du magst. sorry. Ja, genau. Da waren wir noch nicht richtig fertig. Und zwar, du hattest halt offenbar diese eingehegten Gerichtsplätze. Also ein Ting darf man wahrscheinlich wohl vor allem als Gerichtsversammlung verstehen. Also gerade wenn es um Streitigkeiten ging, dass diese beigelegt werden konnten. Natürlich gegebenenfalls auch, falls man irgendwelche Kriegszüge oder falls es sonst irgendwelche Streitigkeiten gab, wie Typ X hat Typ Y angeblich die Kuh geklaut oder. Aber es dürfte vor allen Dingen immer um die Verhandlung von Streitsachen gegangen sein. So, also man musste das einhegen. Offenbar, wenn es eingehegt worden war, dann konnte man dort Recht sprechen. Dann wird es jemanden gegeben haben müssen, der tatsächlich auch Recht sprechen konnte. In späteren skandinavischen Quellen liest man immer wieder von so Art Gesetzessprechern. Also das ist ja dann auch ein Problem. Das Germanische hatte ja keine Schriftkultur. Ne? Du wirst also jemanden gebraucht haben, der zumindest dieses tradierte Recht, und davon gab es welches,
so auf Kette hatte, dass er auch Streitfälle danach beurteilen konnte. Ne? Und dann wurden dort Sachen eben vorgetragen, ja, und dann wird man entschieden haben. Und natürlich, theoretisch sollte es so sein, dass eine bestimmte Art von Männern dort die gleiche Stimme hatten, also Frauen eh schon mal gar nicht. Und Unfreie natürlich auch nicht. Und wobei wir jetzt auch nicht genau wissen, was da unfrei war und was nicht. Aber das wird man sich so ein bisschen vorstellen können wie in der griechischen Demokratie, ne? Was ja angeblich eine De Demokratie war, wo letztendlich aber auch nur 10% der männlichen ja, Bevölkerung so dann Da wirklich. mal den Vergleich, mein Griechenland hat ja zumindest dann aber als Staatswesen funktioniert. Gab es Ja, ja, sowas wie ein ja. Staatswesen eigentlich Nein, dann in Germanien? Ich nein, wollte gerade sagen, weil nein, nein, ich nein. gab es das, dass überregional sich dann auch dann Führer oder Leute zusammengefunden haben, um dann irgendwas zu besprechen? Oder war das eher nur so auf regionaler Ebene? Da gibt es jetzt 5 Leute, die haben einen Acker eingezäunt und die können jetzt darüber Ja, quatschen, genau. wer hat die Kuh umgeschubst, Also, ey, ne? diese Ting-Sachen, die gab es dann später, aber das kannst du halt nicht miteinander in Übereinklang bringen. Schriftquellen, die wir darüber haben, sind hochmittelalterliche christliche Schriftquellen, die wir dann haben, noch über Gesetzespraktiken auf Island. Ne? Und da ist es natürlich sehr nahe zu sagen, hier oh, waren ja auch Nordseegermanen und das sind dann noch und das wird dann so ähnlich, weiß man nicht. Ja? Auf jeden Fall wurden dann dort Entscheidungen getroffen, Streits wurden beigelegt, dass der Germane an sich nicht blöd und auch nicht blutrünstig ist, sieht man zum Beispiel daran, dass der Einrichtungen hatte wie Wehrgeld. Ne? Also wer jetzt nicht von wie Werwolf, also das Geld wird bei Vollmond nicht haarig, sondern kommt vom Wort für Mann. Ne? Manngeld, das heißt also, wenn jemand erschlagen wurde oder verletzt wurde, dann wurde dafür eben in Sühnegeld festgelegt, damit der Streit dann beigelegt ist und sich daraus nicht Sippenfäden ergeben. Ne? Das ist auch ein großes Problem, zum Beispiel aus der Saga-Literatur der Wikinger. Die ganzen Sagas, die sind voll von Blutfäden, wo sich Familien gegenseitig ausrotten, bis keiner mehr übrig ist. Also dagegen ist albanische Blutrache, wie man das heute aus dem Film so kennt, im Kindergarten so. Ne? Das ging teilweise über Jahre und Jahre und Jahre. Ne? Und das wird so Leuten auch klar gewesen sein, dass man das in einer Gesellschaft, wo so ein Verbund aus 6, 7 Gehöften irgendwie, wo 50 Leute wohnen, das geht relativ schnell, dann wohnt da gar keiner mehr. So. Das ist halt das Ding, ja. Also es ist relativ sicher, dass es sowas gab. Das scheint auch formellen Voraussetzungen gefolgt zu sein. Also nur zum vereinbarten Zeitpunkt und an einem vereinbarten gehegten Platz war das dann spruchreif. Aber wer genau dort eine Stimme hatte und vor allem, wie man die überhaupt faktisch nutzen konnte, ne? Also das darf man sich nicht zu heroisch vorstellen, weil wenn Person X und Y Person Z verpflichtet sind, dann, wie ich schon meinte, ne, die parlamentarische Demokratie wird auch nicht zum Großteil im Bundestag in der Sitzung entschieden, sondern die Absprachen gibt es vorher, ne? Und so wird es damals halt auch gewesen sein. Man spricht die Sachen durch, es gibt unterschiedliche Verpflichtungen, der und der ist dem und dem verpflichtet, dann wird abgestimmt und dann hat man am Ende ein Ergebnis, dass das alles in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stattfand, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Ja. So viel dazu.
beantwortet das die Frage? Ja, na klar, natürlich. Also ging ja nur darum, nochmal Super. darzustellen, Genau, dass das genau. eben überhaupt nicht sowas wie eine edlere, reinere Form von Demokratie Nee, bei nee, den nee. Germanen gegeben hat, sondern tatsächlich nochmal zu zeigen, von wegen, ja, die saßen auf regionalen Äckern und haben sich da untereinander eben dann zusammengefunden, damit sie sich nicht gegenseitig alle ausrotten, aber auf Genau. Staatsebene, sage ich jetzt mal, gab es Genau. so einen Verbund und so eine Besprechung nicht. Ja, und letztlich wissen wir heute einfach auch zu wenig, um sagen zu können, wie du schon sagtest, wer hat eigentlich was da genau sagen können, wer war wem verpflichtet, welche Abhängigkeiten spielten mit, wie wurde was durchgesetzt, wer hat überhaupt da welches Recht gesprochen. Es ist letztlich wie eine Frikadelle, alles ist drin. Ne? So ist So ist es. es. Also Also es es gab gab gar. gar kein Demos, also kein Volk, der hier eine Kratie, also eine Herrschaft hätte ausüben können, sondern es gab eben sehr kleinzellige Sozialgemeinschaften, die irgendwie miteinander klarkommen mussten. Auf überregionaler Ebene wird es auch Besprechungen gegeben haben, natürlich, ne? Also es ist auch zum Beispiel überliefert, dass Arminius, ja, der musste ja die adligen Führer bestimmter Stämme auf seine Seite bringen. Die werden dann natürlich auch dementsprechende Verhandlungen und Besprechungen durchgeführt haben, was teilweise auch als Ting bezeichnet wird. Aber und da muss man dann sehr aufpassen, sind das neuzeitliche Zuschreibungen oder ist das etwas, was eigentlich gar kein Ting ist, ne? Also wenn ein Ting eher ein Gericht ist, ne? So wie es dann im Mittelalter im Stadtrecht, im Niederdeutschen noch war, jedenfalls der Wortbedeutung nach, dann kann so eine Gesprächsrunde, wo dann auch gegebenenfalls Bündnisse geschlossen werden, eigentlich kein Ting im eigentlichen Sinne sein, ne? Sondern aber natürlich müssen die auch miteinander verhandelt haben, Bündnisse ausgehandelt haben, da wird Geld geflossen sein. Alles aber auch immer wieder sehr schwierig bei einer Kultur, die keine eigene Schriftsprache hat, ne? Du kannst ja nichts festhalten, wo Bestimmungen aufgeschrieben werden. Hier die Stammesführer der Cherusker, der Hirula, der Markomannen, der und sind heute erschienen und in unserer Verantwortung vor Odin und dem germanischen Volk legen wir Folgendes fest und dann unterschreiben alle. Ne? Das, ja. Also wird wirklich schwierige Zustände, zerstrittene Zustände, Zweckbündnisse, die genauso schnell wieder gebrochen werden konnten, wie sie eingegangen wurden. Und das ist letztendlich alles, was bleibt. Und das ist auch, es klingt negativer, als es ist, weil Gesellschaften funktionieren ja eigentlich fast bis heute so. Ne? Da waren eben die Römer sehr fortschrittlich, die eben gemerkt haben, so geht's nicht und bei der Verwaltung eines so großen Imperiums schon gar nicht. Also gab es dann dort eben natürlich eine ausgefeilte Schriftsprache und dann auch spezialisierte Juristen, die eben darauf ja, spezialisiert Und vor waren. allem aber auch gut integriert im Alltag für jeden normal, ne? Also es gab Ja, ja so genau. viele Ja, Dinge ja. dann, wenn einer gestorben war, ob der ein Ackerbauer war, ob der Soldat war, da gab es dann Tafeln, die zur Erinnerung aufgestellt worden sind, wo er gelebt hat, um zu sagen, hier Genau, lebte, der hat genau. Folgendes gemacht mit dem. Ja, Und da wurde ja schon echt darauf geachtet, dass den ja. Leuten auch so eine gewisse Tradition vermittelt werden konnte, was die Ja, Germanen ja. ja nicht gemacht haben, ne? Also auch da großes Traditionsbewusstsein. War anscheinend vielleicht da, ja, der Vater erzählt dem Sohn, der Sohn erzählt seinem Sohn und Genau. das war's, ne? Ging ja eben, wenn dann auch nur mündlich, ne? Erklärt zum Beispiel, warum wahrscheinlich im Keltischen diese Bardentradition oder im Skandinavischen dann diese Skaldentradition so eine wichtige Institution war, weil das die Leute waren, die haben ja dann den Leuten abends keine Popmusik vorgesungen, sondern in musikalischer Form sehr häufig auch eben Sinntexte, Gesetzestexte, Moraltexte, sowas und musikalisch merkt man sich sowas einfach besser. Ne? Aber das sind eben die Reaktionen darauf, wenn du keine Schriftsprache hast, dann musst du das irgendwie anders kolportieren. Nur dann wird daraus eben auch sehr schnell stille Post.
Ja. Dann Und es muss ja ist. mal sehen, von wegen, was Stamm 1 vielleicht dann für eine Tradition hat und dann Ja, 20 ja, Stämme ja. weiter, was da angekommen ist, kann das genaue Gegenteil gewesen sein. Genau, Also von ja. daher, ja, kann man auch mal da Ja. festhalten, nichts mit einer Nation, nichts mit einem Führer, nichts mit einer Kultur, sondern ganz im Gegenteil, da war alles schön, schön Flickenteppich, ne? Und das mit den Feiertagen, das ist eine tolle, romantisierende und einfache Erklärung, auch aus diesem völkischen Kontext des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ist eine ganz großartige Erklärung. Die christliche Kirche kommt und stülpt einfach alles über. Und damit hat man indoktriniert und gewaltsam die alte Kultur quasi ja, zerstört. So, ne? Also Identitätsraub schafft auch ein Feindbild, super. Hat natürlich mit der Wahrheit auch nichts zu tun und das ist auch keine Ideologie. Das ist, war einfach so nicht. Die germanischen Stämme waren außerhalb von Rom, nachdem das Christentum in Rom dann auch zur Vorherrschenden und dann auch später dann zur Staatsreligion wurde. Mit die am frühesten christianisierten Stämme, ja, freiwillig arianische Christen. Ja, also wer sich dafür interessiert, was dann der Unterschied zwischen Arianern und anderen ist und warum die Arianer dann verboten wurden und kann man alles nachlesen. Aber die waren im späten 3. Jahrhundert, spätestens dürfte der Großteil von denen schon oder zumindest ein großer Teil selbstbestimmt christianisiert gewesen sein. Und eine der oder die älteste Bibel, die auf uns gekommen ist in ihrer ursprünglichen Form, ist eine Bibel in einer germanischen Schriftsprache, nämlich im Gotischen. Und die wurde von einem gotischen Bischof namens Wulfilar verfasst, der schon viel früher als Luther auf die Idee gekommen ist, dass es doch schön wäre, wenn es die Bibel nicht auf Latein gäbe, sondern im eigenen Idiom und der sich darum hinsetzte und aus Griechisch, teilweise Latein und auch Versatzstücken von germanischen Runen dann eine Schriftsprache entwickelt hat, ja, eine unglaubliche Leistung. Ja, und dann in dieser Schriftsprache eben diese Bibel, die wir heute als Wulfiler Bibel kennen, festgehalten hat. Und somit ist auch das älteste Vaterunser, was wir tatsächlich kennen, in einer anderen Sprache außer Latein, ist in einer germanischen Sprache. Ne? Vater unser, der du bist im Himmel. Atauntha thun himinam. Ja, das ist also, wer da noch irgendwie glaubt, man hätte da irgendwie gewaltsam irgendwas aufoktroyiert, der sollte sich zumindest mal kritisch hinterfragen. Und das mit den Feiertagen, das ist so dermaßen einfach und ja, Schriftsteller romantisch gedacht, dass einem auch klar sein muss, so einfach kann es gar nicht sein. Also Das ist beispielsweise. auch mal wichtig zu erwähnen. Ostern war natürlich in der Neonazi-Szene immer dann das Fest Ostara. Da wurde Ostara, ja. behauptet, die Göttin Ostara soll eine germanische Fruchtbarkeitsgöttin gewesen sein. Tatsächlich wurde diese Legende von den Gebrüdern Grimm erfunden. Und es gibt aber eine Erwähnung von einer Ostara, aber weder als Göttin noch was die dargestellt hat, geschweige denn, dass irgendein ein Fest ihr zu Ehren von Germanen veranstaltet wurde. Kann natürlich sein. Wissen wir nicht, Überlieferung gibt es nicht, aber das, was halt in der Neonazi-Szene da verbreitet wurde von diesem Ostara-Fest, ist nichts anderes als Das ist der ja Ausfluss der Quatsch. Gebrüder Grimm. Na, tatsächlich, Ja. ein Märchen, ein reines Ja, Märchen, auf das sich da genau. Ja. berufen wird, wo aber wirklich dann heilig immer erklärt wurde, das ist unser Fest, das ist unser artgetreues Fest und das ist unsere Genau. arteigene Tradition. Ja, eine erdachte, erfundene Tradition, muss man sagen. Ne? Auch dieses Wort ja schon Art, ne, das war immer ganz wichtig, dann auch die Artgemeinschaft und so, ne, die Art. Ja, mit Ostara, mit Jule, mit allem Möglichen. Ne? Das ist halt, also erstens, wir wissen es nicht.
Wir wissen überhaupt nicht in keiner Form und auch nur ansatzweise gar nicht, ob und wie es übergreifende, überregionale Feiertage gab. Wahrscheinlich nicht, ja, weil es, wenn es schon keine überregionale soziale zentrale Struktur gibt, wie soll es dann überregionale Feiertage geben, ne? Man kann sich natürlich vorstellen, dass das zu Jahreswechseln, zu bestimmten Ernteereignissen und so weiter, dass dort Festivitäten stattfinden, fanden. Ja. Das ist bei Weitem nicht ausgeschlossen und eher anzunehmen, dürfte aber nicht diese überregionale Bedeutung gehabt haben, die solche Feiertage heute haben. Julfest, reine Erfindung, Jultanne, reine Erfindung, ist echt, also der Weihnachtsbaum wurde erst bekannt gemacht durch die britische Königin, welche war das, welche Elisabeth, ich weiß auch nicht, aber auch neuzeitlich, die das, also das kam in Deutschland dann irgendwie in Mode, ich glaube im 18. Jahrhundert, so ein bisschen hier in manchen Gegenden mit so einem Baum und nach einem entsprechenden Besuch zu der Zeit in Deutschland fand die Queen das dann so großartig, dass die das dann halt mitgenommen hat und dann hat das richtig an Fahrt aufgenommen. Also das ist wie so ziemlich alles, was wir als uralte Traditionen mal kennengelernt haben als Kinder, sind das alles Ausflüsse der Neuzeit, ne? Wo ja Tradition Der Weihnachtsmann von Coca-Cola erfunden, wie wir ihn jetzt kennen, dicker, weißer, bärtiger Mann im roten Wams, ne? Das weiß auch kaum jemand. Ne? Wo ja auch, und wie du auch sagtest, hier mit den Gebrüdern Grimm, in der Neuzeit wurden Traditionen ja auch wirklich durch glühende Sozialromantik, durch den Triumph des Willens quasi, sowas haben zu wollen, eben erfunden. Ostara ist genau das Gleiche. Es gibt halt eine Schriftquelle des Mönches Beda, der darüber kurz nachdenkt in einer Randnotiz, ob, also er hat bei einem Stamm irgendwie, hat er diesen Namen gehört und fragt sich, ist das irgendwie eine Gottheit oder nicht? Oder könnte das was mit Fruchtbarkeit zu tun haben? Man weiß es nicht. Hieß auch die Kuh des Milchbauern so, ne? Weiß man nicht. So, und dann taucht das auch nie wieder auf. Ne? Und wie immer in diesen ganzen Erfindungen ist so ein klitzekleines Stückchen, Körnchen Wahrheit drin. Da hat dann irgendjemand mal was gelesen, wo gegebenenfalls von irgendjemandem mal kurz darüber nachgedacht wurde oder nicht. Und der es dann liest. Und wie wir ja auch schon gesagt haben heute, wir dürfen eben nicht vergessen, dass wissenschaftliche Arbeit in dieser Zeit vor allen Dingen von der halb gelehrten pseudo-akademischen Trias des Dorfes durchgeführt wurde, nämlich vom Dorfschullehrer, dem Apotheker und dem Pfarrer. Ne? Und da kam es dann häufig eben dazu, dass vor allen Dingen das dann angenommen wurde und postuliert wurde, was man selbst gerne gehabt hätte, was einem als passend erschien, was man schön fand. Was man aber auch noch selber kontrollieren konnte. Da konnte ja jeder seine eigenen Akzente setzen und das so drehen und so formen, wie er es gerade irgendwie vielleicht auch aus anderen Gründen brauchte. Ja. Ne? Und das wurde dann eben eine Zeit lang und auch gerade im 19. Jahrhundert, auch im frühen 20. wurde dann sowas auch voneinander abgeschrieben, ohne dass da großartige Grundlagenforschung zustand fand. Ne? Ostern, das hieß bis ins Spätmittelalter rein Pessachfest, ja, also ganz klar mit dem jüdischen Bezug hier. Und wie die Hasen da genau reinkommen, das weiß nun gar niemand. Da gibt es eine schöne Hausparkfolge, die das erklärt, ja. Ich will nicht vorweggreifen, aber da bleibt keine Frage offen. Ne? Natürlich hat mit Fruchtbarkeit zu tun. Die sind ja den ganzen Tag nur am Rammeln, die Biester. Aber was das mit dem Osterhasen jetzt wirklich, ey, das weiß nur keiner. Und das mit den gefärbten Eiern und den versteckten, also letztendlich weiß das auch keiner so wirklich. Aber zumindest was das Eierfärben
angeht, tendiert man mittlerweile dazu zu sagen, man hat ja die Eier früher, musste man ja relativ schnell verbrauchen. Und wenn dann aber bestimmte religiöse Feiertagszeiträume mit bestimmten Essbeschränkungen und so weiter waren, dann musste man sowas haltbar machen. Sprich, dann hat man Eier auch gekocht und dann mit unterschiedlichen Farben eben markiert, wann die gekocht wurden, wie alt die jetzt sind. Ne? Und dass das der Ursprung der gefärbten Ostereier ist, dahin verdichten sich tatsächlich die Hinweise. Aber alles andere ist Schmu und Schmäh und wie gesagt, auch wieder keine Ideologie. Da will man auch keinem irgendwie eine gloriose Vergangenheit aberkennen oder was. Es ist einfach nicht haltbar. Es ist eben nicht die Wahrheit. Ne? Und Auch auch. schwierig, etwas auf einen Nenner zu bringen. Ich sage, wir alle wissen, das Leben ist komplex, das Ja, Leben ja. ist divers, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt Millionen Grautöne. Und dann immer anzunehmen, dass man so eine Erklärung hat, die in einer Minute Ja. so die gesamte Historie in ihrer Ja. Komplexität einfängt und begreifbar macht, das ist ja Blödsinn. Und dann dahinter steht ja tatsächlich nur der Versuch, im Hier und Jetzt die eigene Position zu unterfüttern und zu sagen, von Richtig. wegen hier, ich vertrete ja nicht irgendeine Ansicht, die jeder haben kann, sondern aus mir spricht der Urahn, der schon vor 1000 Jahren einen Kampf geführt hat, den wir heute weiterführen Identitätsstiftung, und dann ja. am besten noch gegen dieselben Feinde und dieselben Gegner, also es ist ja immer auch dann so ein Großmachen, also durch uns Ja. atmet die Geschichte. Also das Genau. ist ja immer der Versuch auch von Extremisten, sich dann selber dadurch zu erhöhen und sich Ja. selber auf eine Ebene zu stellen, wo sie Kraft eigener ja, Pseudo-Herrlichkeit niemals hingelangen könnten. Ne? Ja. Identitätsstiftung und auch aus der Ableitung von historischen Ereignissen oder historischen Gegebenheiten, das spielt auch in der gesamten menschlichen nachvollziehbaren Geschichte eine Rolle, zumeist zur Legitimation von Herrschaft, ne? Also es ist, wer eben seine Geschichte rückführen kann auf einen biblischen oder einen religiös konnotierten göttlichen göttlichen Urvater, der hatte damit eben eine Legitimation Ich wollte für gerade sagen, Herrschaft. es schafft Legitimation, es schafft auch Legitimation für Feindbilder, es schafft Genau. Legitimation für eigene Ansichten. Es ist natürlich, jede Struktur braucht ja auch eine eigene Geschichtsschreibung. Ja? Und wenn man selber nichts Richtig. leistet, wenn man selber nichts hat, dann ist es natürlich umso einfacher, Dinge einfach umzudeuten und zu Ja, sagen, ja ja. hier, ich bin ja der Wappenträger der großartigen Geschichte, der Kultur, des Blut und Bodens und so weiter und so fort. Und damals hat schon der und jenes Folgendes richtig oder falsch gemacht und ich bin sein Erbe oder ich bin der, der es rächen wird. Na, das ist ja immer viel, viel schöner natürlich dann auch, als den Blick auf sich selbst zu richten und zu sagen, ja, ich vertrete jetzt hier eine Meinung, kann man gut finden oder nicht, sondern wenn man sagt, ja, das ist keine Meinung, das ist die Wahrheit, das ist die historische Wahrheit, das ist der Auftrag der Unabwendbare Ahnen, ne? Folge, Naja, ja, das ist dann so immer unabwendbare Folge. natürlich aus dieser Selbsterhöhung und die finden wir bei allen Extremisten. Ja, ist ja Ja, völlig ja, egal, ob die ja, ja. religiös, ob die politisch sind, ob das Kommunisten, ob das Nazis sind, ob das jetzt Identitäre sind. Das ist ja immanent für diese Strukturen, diese Sehnsucht nach der Selbstüberhöhung und der Sehnsucht aber auch, eine eigene Identität verbindlich für alle Zeiten zu definieren, damit da eben die Komplexität der Zeit beraubt wird, damit man sich nicht immer wieder kritisch hinterfragen muss und immer auch die Frage stellen muss, ist das heute noch richtig, was ich gestern richtig fand? Und das ist für viele Menschen nachvollziehbar auch eine schwierige Angelegenheit, ja, mit den Widersprüchen klarzukommen. Und da ist es natürlich dann sehr verführerisch, wenn man dann so einen Stempel hat und sagt, das war immer schon so, das ist heute auch so, was ich mache, steht in der Tradition, da muss ich nicht drüber nachdenken. Ne? Völlig richtig. Und wenn du das Ganze nicht mehr zur Legitimation von Herrschaft brauchst, dann irgendwann, also zu einer Zeit als reine Erbfolge, weil ist so noch nicht ausgereicht hat, musste man eben das Recht auf Herrschaft legitimieren durch historische Bezüge auf besondere Abstammungen. Irgendwann war dann eine Erbfolge auch unter Herrschenden so weit legitimiert, dass es alleine durch die Institutionalisierung legitimiert war, brauchte man sich damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Aber du kannst natürlich durch
Geschichte auch ganz hervorragend Feindbilder legitimieren, du kannst die Ausübung von Gewalt legitimieren, du kannst dir Gründe für ein Bellum Justum schaffen, also für einen gerechten Krieg, den ja eigentlich schon seit der Antike jeder zumindest als Vorwand braucht, um überhaupt einen Krieg zu führen, weil irgendwie so viel tatsächlich moralischer Anstand noch da ist, dass kein staatliches Gebilde oder protostaatliches Gebilde loszieht und sagt, okay, wir machen das jetzt, weil wir Bock drauf haben, sondern oder weil wir das hier haben wollen, sondern die Frage war auch schon damals immer zu griechischer Zeit, zu römischer Zeit, wir wollen das gern haben, wie schaffen wir uns jetzt einen Grund? So, ne? Und Das ist ja, dasselbe Muster, kannst du erkennen beim Extremismus. Das sind ja die sogenannten Sekundärradikalisierten. Das sind eben Leute, die vielleicht schon Probleme haben, die gewalttätig sind, die ein unsoziales Verhalten an den Tag legen. Und das weiß der Mensch. Also wenn ich auf die Straße gehe und hau meinen Nachbarn ständig auf die Glocke, weiß ich, boah, ziemliche Assi-Nummer. Ne? Wenn ich aber Genau. sagen kann, haha, ich habe einen ideologischen Überbau, ich habe eine Ja. Berechtigung, weil entweder hat dem seine Familie, wie es früher gang und gäbe war, meiner Familie mal ins Bein gepinkelt, ich räche Genau. jetzt dies, ne? Oder wenn ich sage, Familienfehde. der ist ein Feindbild, der will Kinder fressen, der will die Kultur zerstören, der will großes Unheil anrichten, dann ist es ja legitimiert. Da muss ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich Gewalt ausübe oder wenn ich ihn entmenschliche oder wenn ich ihm einen Willen aufdrücke, weil ich bin ja der Gute, das ist der Böse. Und das ist eben dieselbe Struktur, die im Großen auch ganz notwendig einfach ist, um Leute dazu zu bringen, mitzuziehen. Meine, wir haben es gesehen nach 9-11, als der Krieg in den Irak geführt wurde. Da gab es ja auch keine Massenvernichtungswaffen. Das war bewusst gelogen. Man hat den Leuten aber einen Grund geben wollen, um eben dann diesen Krieg führen zu können. Ne? Und das finden wir immer und immer wieder in der Geschichte. Das finden wir heute auch so, dass Erzählungen missbraucht werden, dass Erzählungen ideologisch aufgeladen werden, um den Leuten Legitimation zu verschaffen, um sich selber wie eine offene Hose zu benehmen mitunter. Ne? Ja, und den Tonkin-Zwischenfall gab es auch nicht und den Überfall auf den Sender Gleiwitz halt auch nicht. Ne? Das ist, man sucht sich dann Legitimation. Ist übrigens auch der Grund, wenn wir hier mal ganz kurz abschweifen, warum ich mit Stauffenberg nie irgendwas anfangen kann, weil der ist von seiner Einteilung hier irgendwie in, wie er zum Beispiel geschrieben hat, nach dem Polenfeldzug, endlich haben wir es dem polnischen Untermenschen hier gezeigt und für was anderes als niedere Tätigkeiten ist der eh nicht gut und das war schon immer klar und dann auch in seinem Manifest hier zum Attentat auf Hitler steht nichts davon drin, dass er jetzt gelernt hat, dass das vielleicht falsch ist und man diesen Massenmörder und sein System stoppen sollte, weil das an sich falsch ist, sondern ja einfach nur Ja, vor allem letztendlich, weil es er war ein glühender Nationalsozialist, so lange, bis sich das Kriegsglück gewendet hat. Das muss man knallhart konstatieren. Es war gut, dass er versucht hat, eben dann ein Zeichen zu setzen, aber er taugt nicht als Vorbild für die Demokratie, weil er einfach kein Demokrat war. Ja, es ist eine schöne Idee, dass man sagt, ach, dann ist der aufgewacht und wollte dann Deutschland die Demokratie bringen. Wollte der nicht, hat er überhaupt nicht vorgehabt, das war gar nicht sein Ansinnen. Der wollte, dass Deutschland weiter noch als Monarchie oder als Militärstaat existieren kann und hatte einfach nur Angst, weil er gesehen hat, okay, wir werden irgendwann hier vernichtet von den Alliierten und das wollte er verhindern. Das war sein Streben, was er hatte. Und deswegen taugt er auch sehr gut als Vorbild für viele Neurechte, weil sie eben sagen, oh, der war ein glühender Patriot, der war ein glühender Verfechter des Nationalstaates. Ja, und da spielt das gar keine Rolle, ob der jetzt Demokrat war oder für Liberalismus war oder ob er daran geglaubt hat, eben auch die Verbrechen sühnen zu können. Das ist ja bei vielen dieser Köpfe aus dem 20. Juli der Fall, dass die an unheimlich vielen Verbrechen mitgewirkt haben. Da waren wenige darunter, die von Anfang an gesagt haben, hier mache ich nicht mit oder ich hintertreibe das. Ne? genau. Wie zum Beispiel in Henning von Tresco, den kennt heute kaum jemand mehr. So, ja, aber die Leute dort dann aus dem Umfeld vom 20. Juli, den kennen die Leute
natürlich noch. Und das ist dann auch wieder ein Beispiel für Legitimation, die man sich dann auch aus diesem, ja, dann auch fehl- oder anders interpretierten historischen Ereignis gibt. Ja, am Ende wollte man Hitler ja aufhalten. Aber eben in diesem Fall nicht aus dem Grund, aus dem man ihn hätte aufhalten müssen, sondern einfach, weil er keinen Erfolg hatte und man damit nicht zufrieden war. So, das ist, ja, ist ein sehr tragisches Beispiel. Natürlich auch ein kontroverses Beispiel, aber so funktioniert es eben häufig mit der Betrachtung und Legitimation auch von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ne? Dann würde ich Ja. dann das auch schon mal zum Anlass nehmen, das Schlusswort für heute zu prägen und zu sagen, liebe Leute, beachtet die Fakten und die Fakten erzählen euch eine eigene Geschichte. Versucht nicht, sie in ein Korsett aus Wunschvorstellungen, aus idealistischen Ansprüchen oder aus Verklärungen zu stecken, weil das tut niemandem gut, das wird der Geschichte nicht gerecht und das hindert auch, notwendige Erkenntnisse zu erlangen, ja, indem man die Dinge sich dann immer so dreht, wie man sie gerne haben möchte. Deswegen ist das ganz, ganz, ganz wichtig, dass es eben auch Historiker wie dich gibt, lieber Philipp, ja, die klar und fernab auch von eigenen Positionen sagen, okay, so war das, das kann mir gefallen oder nicht und ich kann darüber forschen, warum es so gekommen ist, aber so lasse ich es dann stehen und mache nichts draus, was einfach nicht aus dem vorhandenen Material herauszukristallisieren ist. Ne? Ja, das gegebenenfalls sollten wir zu dem Thema auch noch mal ein zweites Video machen, nämlich generell Forschung von oder Erforschung von Geschichte und Zeitgeist, denn da gibt es heutzutage auch durchaus unrühmliche Beispiele auf der Gegenseite, also was du jetzt als woke Seite bezeichnen würdest, ne, wo eben auch tatsächlich Forschungs Ergebnisse oder Forschungsresultate ergebnisorientiert angepasst wurden, wo man schon sieht, dass eine ergebnisoffene Forschung da offensichtlich nicht stattgefunden hat. Also keine Seite ist vor sowas gefeit. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, dass man solche Diskussionen unemotional, faktenbasiert führen kann. Und ergebnisoffen. Ergebnisoffen. Ich muss Ja, immer davon ausgehen, ganz ob mir das wichtig. passt oder nicht. Es kann auch ein Logisch. Bild rauskommen, wo ich nachher sage, so, oh, habe ich aber nicht hören wollen. Ne? Das ist ganz wichtig. Also Wissenschaft hat nichts mit persönlichen Überzeugungen zu tun, sondern sollte immer möglichst objektiv sein. Die Suche nach der Wahrhaftigkeit, nach der Wahrheit. Ja, und jetzt mal ein vielfach missbrauchtes Schlagwort dieser Tage zu bemühen. Ja, aber das ist ja die Idealvorstellung, die Forschung eigentlich dann haben sollte. Ne? Ja, und das ist auch tatsächlich wirklich ganz, ganz wichtig, gerade in Bereichen wie Sozialkulturwissenschaften, wozu ja die Geschichtsforschung auch gehört. Da ist es doppelt wichtig, denn man ist geframed auf irgendwelche Sachen. Da kann man sich wehren, so viel man will. 100% objektiv wird man nie sein, aber du hast recht. Ergebnisoffenheit muss im Erkenntnisfindungsprozess oberste Priorität haben. Und man muss, was das angeht, tatsächlich so emotionslos wie möglich arbeiten, denn ansonsten ist erkenntnistheoretisch alles für die Katz, ne? Das ist auch, hat schon seinen Grund, warum beispielsweise in einer Fachrichtung wie Philosophie es eine Sparte gibt, die Logik heißt, ja? Also wo es wirklich nicht um Gedanken und sonst was gibt, sondern nur um das Verständnis reiner mathematischer Logik, was einen dann auch dazu befähigt, selbst wenn man anderer Meinung ist, emotionslos Diskussionen oder relativ emotionslos und ergebnisoffen Diskussionen mit sich selbst oder anderen führen zu können, in denen man auch der eigene Advocatus Diaboli ist und andere Ansichten zulässt und seine eigenen Ansichten auch immer wieder auf den Prüfstand stellt und sich selber in seinen Emotionen zurücknimmt, denn erst dadurch kommt man dann wirklich zu
Ergebnissen. Deswegen Das ist ja auch sage ich auch, der große Kampf immer zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, ja, wo man einfach sagen muss, ich kann jemanden mögen, aber wenn der Scheiße baut, baut der Scheiße. Ja, und wenn ich jemanden nicht mag, der macht was Gutes, macht der was Gutes. Und Ideologen können das nicht, weil die halt immer nur, der ist mein Feind, alles, was der macht, ist falsch, und der ist mein Freund, alles, was der macht, ist gut. Und so kommt man im Leben nicht weiter und so kommt man als Gesellschaft auch nicht weiter. So, es ist hier, es wird dunkel, ja, schon wieder. Ich mach mal kurz das Licht noch an. So, also dann würde ich jetzt tatsächlich dir auch noch das abschließende Wort geben. Wenn das für dich okay ist, blende ich Gerne. währenddessen einfach auch mal das Outro ein. Dann sind wir beide nicht zu sehen, sondern dann wird hier angezeigt, wie man mich finden, unterstützen und fördern kann. Und zwar auf Twitter, hier auf YouTube. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, die Glocke bemühen. Auf Instagram bin ich auch. Facebook-Link ist unten unter diesem Video angegeben. Der hat nicht mehr draufgepasst hier auf die letzte Grafik. Und natürlich über PayPal. Wenn euch die Arbeit gefallen hat, lasst gern eine Spende da. Ob es 1 € ist oder 2 €, jeder Cent hilft. So, dann kann ich auch schon wieder ausblenden. Dann bist du zu sehen mit deinem Schlusswort. Ich danke mir für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wird sicherlich nicht das letzte Video gewesen sein hier auf diesem Kanal. Hier auch der Aufruf an die Zuschauer, gerne auch mal unter dem Video zu kommentieren, was euch gefallen hat, wo ihr noch Fragen habt, wo ihr Kritik vielleicht auch gern zu üben habt, konstruktiv, und was ihr sonst noch gerne mal behandelt hören wollt mit dem Philipp zusammen hier auf dem Kanal. Checkt auch seinen Kanal aus. Link ist auch unter diesem Video zu finden. Das wäre es von meiner Seite für heute gewesen. Philipp, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Ja, Ja, dann ganz vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir sein konnte. Auch nochmal hier wirklich mein Aufruf: unterstützt die Arbeit vom Axel. Die ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, gerade und auch in Zeiten wie heute. Unterstützt auch die Arbeit vom Philipp Schlaffer, also mit einem P. Die ist nämlich ganz genauso wichtig. Ob meine Arbeit wichtig ist, werde ich jetzt natürlich hier nicht feststellen, weil Eigenlob stinkt, aber ich mache auch weiter, denn es ist ganz wichtig zu erkennen, wie sehr geschichtliche Zusammenhänge es wert sind, verstanden zu werden, weil die uns auch heute unser Denken und unsere Sicht der Welt sehr prägen und man darüber auch sehr schnell sehr merkwürdige Dinge eingeimpft bekommen kann. Genau, und wir sehen uns wieder, entweder hier bei Axel oder bei mir oder gegebenenfalls auch irgendwann mal beim Philipp mit einem P. Auf jeden Fall wird es noch viel mehr über Geschichte und deren Auswirkungen auf die heutige Zeit geben. Vielen Dank, Axel. Macht's gut. Ich habe zu danken, Freunde. Kommt gut durch die Zeit. Es wird noch weitere Videos geben. Deswegen abonnieren, Glocke. Ich habe es schon gesagt. Und habt eine schöne Zeit. Und du auch, Philipp. Einen schönen Abend dir noch, mein Freund.